Hey, hallo Leute. Ich bin heute im Wald und heute geht's zum Delta-Spot. Ja, und ich denke, ich habe es schön wieder gefunden und jetzt gibt es erstmal Kaffee. Ah ja, und Selfie-Stick liegt auch noch. Perfekt. Das hier ist ja vielleicht so ein bisschen so die kühlere Ecke, auch wahrscheinlich wegen dem Delta in der Nähe. Aber auch wegen der Sonne, die jetzt erst langsam hierher kommt. Und es ist dann auch ein Platz, wo man eher so gegen, ja, was zu 17 Uhr die Sonne hat, wenn sie da noch scheint. Aber ich habe ja mein Kapuzensweater, mein Bush-Hoodie dabei. Ja, da werden wir mal schauen. Da will ich mal schauen, dass ich hier den Rucksack irgendwie zum Hängen bekomme. So, hier ist eine schöne Gabelung. Ich brauche quasi nur ein langes Gegenstück, ein langes, stabiles Gegenstück. Und kann dann den Rucksack da hängen. Ja, ich bin fertig für den ersten Test. Oh, der ist aber sehr alt, der gibt es sehr nach. Jetzt sehe ich aber gerade einen Nachteil. Ich habe ja bisher noch keine Abladefläche für den Rucksack. Die will ich mir später dann noch bauen. Was ich dabei habe, ist dieses nette kleine Teilchen und damit will ich gleich hier ein bisschen die Ebene gleichmäßig machen. Vielleicht findet die Sammy auch noch einen großen Stein, den wir als Ablagefläche nehmen können. Ich habe Wasser natürlich, ein Esszeug ist hier drin, Kaffeetasse und Kaffee und Zucker und so. Und hier habe ich einen neuen Poncho, den ich nachher kurz ausprobieren will. Ne, den ich eigentlich dabei habe, falls es regnet. Aber was das Coole ist, er war in diesem Nylon-Täschchen. Er ist in diesem Nylon-Täschchen. Ihr wisst ja, wenn einer in den Wald geht und sich Kaffee macht, dann ist das noch lange kein Buschkraft. Egal. Also ich habe jetzt ein Flugzeug gehört und ab und zu ein bisschen Auto, aber sehr weit weg. Aber was eigentlich ständig ist und was auch so ein bisschen nervt, jetzt gerade ist es nicht. Da ist irgendwie so ein bekloppter Hund, der hier ständig den Wald umgräbt und nach Steinen schaut. Na, Sammy, Mittagspause. Die Leute wollen dich auch sehen. Ja. Und wieder ans Werk. Übrigens ist das nicht schön, wie so zwei Magazine aneinander geheftet, aber ich will es nochmal ausführlich zeigen in einem ausführlicheren Video. Das dann nur über Fahrradschlauch gehen soll oder Ranger Bands, was ja auch größere Schläuche sind und so weiter. Jedenfalls will ich hier auch mal wieder den Tactical grüßen, von dem ich mehr oder weniger den Einfall habe, und auch den KB Bushcraft, wegen dem ich auf die PET-Länge gekommen bin. Ja, und jetzt gibt es erstmal Kaffee.
Tschüss. Also das Material ist wirklich sehr, sehr dünn. Ich denke, hier kann man das schön glänzen sehen. Aber hier drinnen ist, was man schön glänzen sehen kann, hier drin ist nochmal ein extra Belag. Wirkt sehr wasserabweisend, soweit ich mich mit solchen Belägen auskenne. Und das ist Ripstop. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt erkennen kann. Ripstop, das heißt eingenähte Mininähte. Was schon mal cool ist, sind Metallösen drin. Bei einem anderen Billigkonto von mir, da waren nur Plastikösen drin, da habe ich dann selber noch Ösen dran gemacht. Und hier sind sogar Schnüre dabei, was ziemlich cool ist, um es mit dem Poncho-Liner zu verbinden. Und auch um den Poncho zu befestigen, irgendwo aufzuhängen. Aber ich bin heute ein bisschen knapp bei Zeit und auch sieht es ja heute gar nicht nach Regen aus. Der Kamera-Akku sieht auch nicht gut aus und ja, heute nicht aufhängen. Ja, soweit so gut mal dazu. Ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen abchillen, obwohl es von der Zeit echt wieder so eine Sache ist. Der Kaffee muss auf jeden Fall getrunken werden. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.